In Salzburg, in einer kleinen Werkstatt in der Alpenstraße, gibt es Gitarren nicht aus einer Meisterhand, sondern aus zwei. Mario Strugger von S82 Instruments und Alexander Höfinger von Obermeister Guitars teilen sich gemeinsam eine Werkstatt. Kennen lernten sich die beiden auf der Instrumentenbauschule in Hallstatt. Wir kennen uns von der Ausbildung. Wir haben zusammen die vierte Klasse gemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Und der Mario hat sich eben schon früher selbstständig gemacht. Wie nachdem mir der Gedanke aufgekommen ist, dass ich ihm das auch machen möchte, war es eigentlich klar, dass wir uns zusammentun, um uns den Raum zu teilen und quasi ein Zentrum haben für Instrumentenbau in Salzburg. Und nachdem wir uns gut verstehen und gut auskommen miteinander, funktioniert das ganz gut. Jeder hat eigentlich so seine Kunden schon angehäuft. Das war eigentlich nie ein Problem. Und wenn wirklich Laufkundschaft reinkommt, wird das ganz einfach aufgeteilt. Das ist einfach nur eine Kommunikationsgeschichte, die wir total unter Kontrolle haben, die kein Problem darstellt, weil wir uns eigentlich nicht als Konkurrenten sehen, sondern als Netzwerk. Wir arbeiten einfach zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig und darum funktioniert das eigentlich ohne Probleme. Darum haben wir auch gesagt, um das Ganze einfach so einfach wie möglich zu halten, haben wir zwei verschiedene Firmen und so funktioniert das einfach. Alexander von Obermeister Guitars baut hochwertige E-Gitarren vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Jedes Stück ist ein Unikat. Ich wollte eben nicht meinen eigenen Namen auf der Kopfplatte haben, mein Instrument, sondern ich wollte einen Fantasienamen haben, eine eigene Marke. Und so bin ich immer mit einem Freund auf den Namen Obermeister gekommen. Und deswegen heißt eben die Firma Obermeister Guitars. Es wird dann hauptsächlich Gitarren hergestellt, sei es akustische oder elektrische, eben auch, und genauso eben Ukulelen baue ich eben auch. Das sind die Sachen für Neubau und Reparaturen aller Art. Bei Obermeister Guitars werden also nicht nur neue Gitarren gebaut, sondern auch alte repariert, aufpoliert und modifiziert. 3 Meter daneben sitzt Mario von S82 Instruments. Er baut ebenfalls komplette Gitarren selbst. Als Rohmaterial nimmt er allerdings Altholz. Die Altholz-Gitarren sind aus der Idee heraus entstanden, dass ich in Salzkammergut, wo ich immer noch lebe, den Tischler kennengelernt habe, der viel aus Altholz baut. Tische und alte Bauernmöbel. Und da ist ganz gerne, das habe ich mal gesehen und das hat mich dann nicht losgelassen, weil ich gedacht habe, die Oberflächenstruktur und die Idee, das gefällt mir, das hat einfach einen eigenen Charme, das wollte ich ausprobieren und habe wirklich dann angefangen, einfach mal eine Gitarre, ohne jetzt wirklich ohne zu wissen, dass es wirklich funktioniert, einfach wegen, das muss ich einfach mal ausprobieren. Oft sehr gern Sachen, die eine Geschichte haben, eben irgendein Hitten wird abgerissen, ein Dachdraum ist übrig, Stücke abgeschnitten, Gitarre ausgebaut. Auch bei ihm gilt, jedes Stück ein Unikat. Neben Neubau bietet er ebenfalls Service, Reparatur und Modifikation.